Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Damen und Herren, lassen Sie mich eins an den Anfang stellen. Das uns heute vorliegende Konzept stellt für uns die Grundlage der zukünftigen Gestaltung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich dar. Erarbeitet wurde es im Bildungsbeirat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, der dazu Expertise aus verschiedensten Bereichen in die Entwicklung einbringen konnte. Unter anderem waren es Schulamt, Schulen, Jugendbüro, Jugendamt und Jugendsozialarbeit, die gemeinsam an diesem Konzept gearbeitet haben. Viele von Ihnen bringen sich schon seit mehreren Jahren in den Beirat ein, der auf einen Beschluss aus dem Jahr, ich glaube, 2012 zurückgeht. Daher geht heute zuallererst mein Dank an alle, die sich hier eingebracht haben. Nachdem der Kreistag dem Bildungsbeirat die Aufgabe gegeben hatte, Konzepte zur Steigerung der Chancengleichheit sowie zur Schaffung von durchgängigen Förder- und Bildungsketten zu erarbeiten, werden wir heute ein Konzept für die ganztägig arbeitende Grundschule beschließen. Zurzeit ist es so, dass im Landkreis noch sehr viele unterschiedliche und zum Teil konkurrierende Modelle der Nachmittagsbeschulung bzw. Betreuung an unseren Grundschulen stattfinden. Diese sollten jedoch langfristig vereinheitlicht werden. Die Kernidee des nun vorliegenden Konzeptes begrüßt die SPD-Fraktion ausdrücklich und auch ich persönlich finde es sehr gut, was hier am Ende entwickelt wurde. Ziel des Ganzen ist es nämlich, dass die Schule sich am Ende an den Entwicklungsbedürfnissen und den Lernanforderungen der Kinder orientiert. Aus pädagogischer Sicht rückt hier eine stärkere Orientierung an den Lebenswelten der Kinder in den Mittelpunkt. Wir begrüßen ausdrücklich das dahinterliegende erweiterte Bildungsverständnis, das diesem Konzept zugrunde liegt. Denn Kinder und Jugendliche, meine Damen und Herren, unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie sich Wissen am besten aneignen. Daher braucht es auch verschiedene Formen, wie ihnen Wissen vermittelt wird. Dazu bietet die gebundene Ganztagsgrundschule einfach strukturell die besseren und die besten Voraussetzungen. Wir müssen dazu Schule neu denken und eine Planung entwickeln, die Schule und Jugendhilfe zusammen betrachtet. Diesen Schulentwicklungsprozess sollen alle Beteiligten wie Schulen, Verwaltung, freie Träger, Eltern, aber auch Lehrkräfte weiterhin gemeinsam begleiten. Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler in unserer Region gilt, dass insbesondere auch, wie eben schon angesprochen, die interkommunale Zusammenarbeit auch im Schulbereich weiter gestärkt werden muss. Ich selbst war als Kind wurde zunächst in Bessungen eingeschult, wechselte dann nach Rossdorf, um später wieder nach Darmstadt zurückzukehren, wo ich das Gymnasium besuchte. Das zeigt, Bildungswege verlaufen heutzutage nicht mehr so geradlinig, wie das vielleicht früher einmal der Fall war. Und daran wollen wir eben mit dieser entsprechenden Planung uns auch orientieren und ein gemeinsames Verständnis erarbeiten, wie wir uns Grundschule in der Region in Zukunft vorstellen. Daher wollen wir uns im regionalen Bildungsbeirat der Stadt Darmstadt und des Landkreises eben verständigen und das Gespräch suchen, mit dem Ziel, auf Basis des heute vorliegenden Arbeitspapiers eine gemeinsame Regelung für die Gestaltung von Ganztagsgrundschulen in Stadt und Landkreis zu entwickeln. Gemeinsam für gebundene, ganztägige und gute Grundschulen ist dabei unsere Devise. Ganztägig und gut bedeutet für uns zuallererst, dass eine gebundene, rhythmisierte Ganztagsschule mit integriertem Lernkonzept bis 14.30 Uhr und darüber hinaus auch eine anschließende Option für weitere Betreuung bis 17 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler derzeit die am besten geeignete Form der Ganztagsgrundschule darstellt. In Weiterstadt zum Beispiel haben wir bereits ein solches Modell an der Schlossschule. Dieses Modell führt aus unserer Sicht zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder und leistet so einen Beitrag zur von uns gewünschten Chancengleichheit. Durch die darin mögliche ergänzende individuelle Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler und die Förderung auch von Integration, Sprachkompetenz und das soziale Lernen leistet eine ganztägige und gebundene Grundschule hier auch einen Beitrag, der über das bloße Vermitteln von Wissen hinausgeht. Außerdem erleichtern wir durch die erweiterten Betreuungszeiten Eltern ungemein Familie und Beruf zu vereinbaren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger wird. Das Wichtigste aber kommt zum Schluss und darüber freuen sich sicher alle Schülerinnen und Schüler. Hausaufgaben werden in der gebundenen Ganztagsschule wahrscheinlich abgeschafft. Und ich sage deshalb, lassen Sie uns gemeinsam diesen Schulweg in die Zukunft gehen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kaffenberger, Herr Professor Dr. Jaromins.